Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Cities Skylines. Und guck mal hier, unser Krankenhaus, schön beleuchtet. Das sieht schon cool aus, man sieht es sogar aus der Ferne. So, was man nicht aus der Ferne sieht, sind die Busse. wir müssen hier mal diesen hier machen und, nein, nicht neue Busdingens, sondern Haltestellen. Ich möchte hier eine neue Linie kreieren. Wir sind hier unten eigentlich, haben wir's. Hier oben haben wir's überhaupt nicht. Wir machen mal zwei Linien, einmal hier, einmal hier. Und zwar, ich muss mal gucken, ich habe das doch schon wieder länger nicht mehr gemacht. Wir starten mal hier. Dann nach hier, auf der rechten Seite. Jetzt kann ich mal gucken, aber da müsste ich ja von Hand den Rückweg wieder machen. Ich dachte gerade, dass wir eben die Haltestellen gegenüber auch bauen. Ist ja eigentlich unlogisch. Hier eine Haltestelle, hier keine. Das ist unlogisch, anders kann ich es nicht sagen. Hier mal eine Haltestelle, beim Krankenhaus natürlich. Hier. Hier einmal außen rum. Hier wieder. Aha, hier können wir nicht weiter. Das ist natürlich... Können wir hier echt nicht weiter? Nee, die Straße wird vom Bus nicht benutzt, weil sie auf die Autobahn führt. Ist mir eigentlich klar, aber der Bus könnte ja hier wieder links. Also so ist es ja auch nicht. Oder muss man das hier frickelig hinbauen? Nö, geht nicht. Okay, Busse auf der Autobahn wollen sie ja nicht. Verständlich. Will niemand. Aber eben, der Bus könnte ja... Ach so, der Bus kann natürlich hier lang. Das ist ja die falsche Linie, ist mir klar, aber das geht auch nicht. Nee, okay, weil er nicht mehr hier rüberkommt wahrscheinlich. Aber er könnte ja wieder wenden. Na, ist ja egal. Wir nehmen mal die Haltestelle weg. Geht das irgendwie? Haltestelle hinzufügen? Nein? Ja, okay, die ist weg. Aber was machen wir denn jetzt, wenn wir hier runter gehen? Hier wieder rauf? Ist irgendwie auch behämmert. Wir kommen hier nicht rüber. Also wir müssen hier oben durch. Das ist ja jetzt regelrecht tricky. Ja, machen wir es aber mal so. Wir halten hier mal noch. Vielleicht ist ja hier noch ein wichtiges Gebäude. Und dann gehen wir hier lang. Okay. So, dann haben wir hier nämlich tatsächlich schon mal beiden Haltestellen nebeneinander. Jetzt müsste man sie noch gruppieren können. Dann wäre man fast bei Tränenfieber. hierauf. Hierauf ist ein bisschen... Es ist ein bisschen eine Kraut- und Rübenlinie, muss ich sagen. Und jetzt möchte ich irgendwie nicht den ganzen Weg zurück. Das ist ja irgendwie auch doof. Wenn wir das jetzt hier hin machen und das hier unten. Und jetzt gehen wir zurück. Dann fährt er schon mal hier unten durch. Keiner weiß warum. Die wenden nicht gerne. Kann das sein? Da kommt er da hinten rauf. Ja, wir können ja, wir machen es halt, machen wir ein bisschen eine längere Linie. Mal gucken, ob wir das am Schluss überhaupt noch hinkriegen. So, dann haben wir hier eine Haltestelle. Hier eine, hier eine. Ich weiß nicht, ob man das so machen soll in dem Spiel. Aber ich muss einfach sagen, ich finde es eigentlich doch relativ sinnvoll, das Ganze so zu machen. Jetzt müssen wir noch gucken, wie kommen wir denn hier hinten? Da fahren wir ja schon. Moment, wenn ich es nochmal wegnehme. Ja, da fahren wir schon. Da gehen wir nicht nochmal lang, sondern wir gehen hier runter. Da haben wir noch eine Haltestelle. Hier noch eine. Und jetzt haben wir es hier doppelt. Jetzt schließen wir sie ab. Mal gucken, was passiert. Dann gehen wir hier unten durch. Dann können wir hier aber auch nochmal eine Haltestelle machen. Nämlich hier. Haben wir hier auch noch eine? Nö, hier haben wir keine. Dann lassen wir es. Dann schließen wir die Linie ab. Okay, das ist ein bisschen, ja, unkonventionell, würde ich sagen. Aber okay, der Bus fährt. Fährt der? Sieht man das? Wahrscheinlich verteilen sich die ganzen Busse, die man hat, die durch das Budget vorgegeben sind, dann auf die ganzen Linien. Das wird dann wahrscheinlich heißen, dass man, je mehr Linien man hat, desto weniger Busse stehen diesen einzelnen Linien zur Verfügung. Nehme ich jetzt aber mal an. Ich sehe hier auch keine. Waren denn welche? Wir können hier mal gucken. Verkehr. Bus. Okay. Haltestelle Fahrzeuge. 4. Das ist jetzt, irgendwie müsste man hier die Farbe mal noch ändern, damit wir wissen, wo wir sind. Okay. Du kriegst irgendwo ein bisschen gelb. Und dich lassen wir mal hellblau. Hier oben haben wir dunkelblau. Dann wäre das Buslinie 5. 24 Haltestellen, fett. 8 Fahrzeuge, okay. Passagiere noch 0, das wird noch kommen. Gut, und jetzt hätte ich gerne noch eine Buslinie hier hinten. Jetzt
frage ich mich, macht das Sinn, Buslinien zu verbinden? Also, haben wir hier irgendwo eine Haltestelle? Wenn ich irgendwie eine Haltestelle suche, finde ich gar keine. Zum Beispiel die hier. Dass wir die andere Linie von hierher ziehen und hier rüber gehen. Oder laufen die Damen und Herren hier auch ein paar Meter? Ich nehme es mal an. Das wäre sonst ein bisschen komisch. Also, wir machen mal eine neue Linie. Hier starten wir mal Linie zum Hinzufügen. Nicht, dass ich irgendwie was falsch mache. Neue Linie, das wollte ich eigentlich. Sonst hätten wir hier einfach eine Haltestelle zum bestehenden Fahrplan von dieser hellblauen Linie gemacht. Nehme ich mal an. Ja, da müssen sie halt ein paar Meter laufen. Das Leben ist hart. Jetzt habe ich das Ding auf der falschen Seite gemacht. Ach so, das ist so eine Straße. Gut. Machen wir hier eine Haltestelle. Gehen mal hier hin. Gehen hier hin. Hier hin. Hier unten haben wir wieder blau. Das heißt, wir gehen hier hoch. Gehen mal hier lang. Hier lang. Ich meine, kein Mensch hat... Ja, nicht. Nee, kann man so nicht mal sagen. Nicht kein Mensch hat eine Bushaltestelle vor der Haustür, aber die wenigsten haben natürlich eine Bushaltestelle unmittelbar vor der Haustür, sondern die meisten müssen dann doch ein paar Meter laufen. Das ist natürlich schon so. Wo sind wir hier? Hier hinten kann ich ja nicht. Da muss ich hier lang. Da brennt's. Und dann wären wir wieder hier unten. Das wäre soweit okay. Ich würde mal sagen, wir fahren da außen rum, hier hin. So, jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, das so zu machen, aber dann werden wenigstens alle Haltestellen von beiden Fahrtrichtungen her bedient. Das kann eigentlich nicht wirklich falsch sein. Wahrscheinlich steht dann jetzt in den Kommentaren der größte Fehler, den man machen kann bei City Skylines. Naja, dann hätte ich wieder was gelernt. Das wäre ja auch nicht schlecht. Wo hat der ganze Spaß angefangen? Da vorne. Es ist ja ein bisschen verwirrend, ist das Ganze. Hier haben wir schon eine Haltestelle. Wir schließen sie mal ab, dann geht er hier unten runter. Sehe ich das richtig? Wenn ich es zu fassen kriege da oben. Ja, das kann er ja. Gut, dann nimmt er da ein bisschen Anlauf. Es ist sowieso, je mehr Weg die haben, ich denke, das ist gar nicht schlecht. Dann verteilen sich die Busse auch ein bisschen, dann haben wir da nicht auch noch Stau. Denn hier haben wir doch schon wieder, ja guck mal. Da würden die ganzen Krankenwagen gerne zu ihren kranken Leuten und werden hier aufgehalten. Ich muss, obwohl ich eigentlich für den beim Verkehr nicht allzu viel mehr machen wollte jetzt gleich für den Anfang. Ja, das ist hier schon, das ist schon eine Achillesferse der ganzen Map, das sieht man. Okay, was können wir hier tun? Wir können den Traffic Präsidenten nehmen und mal gucken, wie das hier aussieht mit Vorfahrtsschildern. Wahrscheinlich gar nicht. Aber wer braucht denn hier Vorfahrt? Das ist dann die andere Frage. Die oder die? Das ist dann auch noch tricky. Ich würde mal sagen, die sollen Vorfahrt haben. Die, die von der Autobahn kommen. Das heißt, wäre es dann so. 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 Mal gucken, wie sich das jetzt entwickelt. Ob das besser ist. Also, leerer sieht schon mal aus. Ist aber natürlich immer noch knallrot. Okay. Haben wir denn hier irgendwo noch eine Ampel rumstehen? Nö. Lustigen Hut. Ein Schild. Ein Autobahnschild. Aber eine Ampel nicht. Also das müsste eigentlich ja hier dann zu laufen kommen. Oder hier unten haben wir natürlich auch nochmal wahrscheinlich ein Problem. Ja. Ein dickes. Hier oben und hier unten. Dann werden wir hier auch nochmal was machen. Auch nochmal Vorfahrtsschilder. Und zwar wieder so. Nein, nicht Hauptstraße, sondern eben keine Vorfahrt. Die Kreuzung lasse ich mal. Mir ist wichtig, dass wir keine... Oh, aber guck mal, was machen die denn auch? Was sind das denn für Sonntagsfahrer hier? Vielleicht doch hier auch noch. Okay. Also, da hätten wir von unten die Hauptstraße. Und von links und rechts machen wir mal keine Vorfahrt. Halt, falsche Taste. Und jetzt haben wir genau das, dass sie durcheinander durchfahren, weil sie für einen Moment keine Signalisation hatten. Sieht man denn die Schilder irgendwie? Werden die auch dargestellt? Oder sind die sozusagen nur fiktiv? Ich sehe hier keine Schilder. Ich habe sie doch gesetzt. Nochmal schnell gucken. Das war hier. Vorfahrtsschilder, doch. Man sieht sie, aber die sind dann offensichtlich einfach fiktiv. Und jetzt haben wir hier den Kollaps schlechthin. Was macht denn unser Bus? Fahr doch. Der hat jetzt halt keine Vorfahrt. Ja, aber wenn
Wenn die hier Vorfahrt haben, dann kommen die hier nicht mehr von der Autobahn runter. Das ist, da ist am Endeffekt vielleicht fast eine Ampel dann doch am schlauesten. Ich weiß es nicht. Also in der Realität würde ich jetzt hier zu einer Ampel raten. Oder dass wir hier nochmal einen Kreisverkehr hinstellen. Vielleicht einen größeren, also einen breiteren, mit breiteren Straßen. Kann man das denn auch? Die sind ja alle nur schmal in dem Sinn. Hier hätten wir... Ja, das sind... Das ist das hier oben wahrscheinlich. Genau. Okay, das könnte man machen. Hier haben wir nochmal so ein Killerteil. Und hier, das sind halt alles nur... Ja, die dünnen Straßen, sagen wir es mal so. Die man hier hinbauen kann. Das wäre dann der Kreisel hier unten. Den kann ich schön raufsetzen. Hm, aber wir haben das Problem ja auch nicht beim Kreisel. Sondern dafür haben sie ja ein Müllproblem. Sondern wir haben ihn hier weiter oben bei der Straße hier. Vielleicht hier noch eine Durchfahrtsstraße machen, dass sich nicht alles hier unten sammelt. Ich würde sagen, das könnte man mal versuchen. Machen wir aber eine Breite. Geht das gar nicht? Oh, große Kleinstadt. Wir haben die 7.500. Hurra. Das heißt, wir können jetzt einiges machen. Wir können aber vor allem auch, müssten wir, genau, die Müllverbrennungsanlage. Eine Uni? Oh, U-Bahn. Ach, Herr Jemine. Okay, wir können... Ja, das wird ja lustig. Okay, U-Bahnen sind jetzt möglich. Hier komme ich nicht rüber. Warum komme ich denn hier nicht rüber? Ich möchte hier eine Querverbindung machen. Bin ich hier irgendwie falsch? Ja, ich war falsch. Okay, dann kann ich nochmal zurück. Machen wir mal die hier. Zack, Querverbindung gelegt. Mal gucken, ob das ein bisschen hilft. Sie müssen dann immerhin nicht bis hier nach unten düsen mit ihren Autos, wenn sie in die Richtung wollen. Denn das ist schon nicht mehr wirklich schön, was hier an Stau ist, muss ich sagen. Hier haben wir aber auch noch Ampeln. Guck mal. Ha, ha, ha. Da machen wir doch glatt mal eine kleine Änderung. Hallo? Vorfahrtsschilder? Okay. Ihr habt Vorfahrt, ihr habt keine. Hier das gleiche. Vorfahrt. Keine. Muss man da noch irgendwie Enter klicken? Nee, das geht. Das geht ohne Enter. Das funktioniert mit Escape. Jetzt müssten die aber eigentlich fahren können. Der Herr Traktor, der müsste jetzt hier eigentlich. Ja gut, hier stehen sie halt auch noch im Weg. Deswegen kann er vielleicht nicht fahren. Es nützt einem natürlich die ganze Vorfahrt nicht viel, wenn man vor sich Fahrzeuge hat, andere. Ja, aber warum fahren die denn auch alle hier runter? Ihr könnt doch jetzt hier rüber. Ich mache hier auch nochmal eine Kreuzung. Hilft ja nichts. So, hat sie jetzt hier auch wieder Ampeln gesetzt? Jetzt auch wieder Ampeln gesetzt, genau. Also wenn man hier was macht in Sachen Kreuzungen, dann haut es einem immer gleich wieder Ampeln hin. Aber jetzt, man entwickelt ja eine gewisse Routine. Dann geht das auch. Halt nicht hier raus. Okay, jetzt hätten sie eigentlich wieder Vorfahrt. Jetzt müsste das nur mal noch ankommen. Nochmal Ampeln? Nein, keine Ampeln. Aber wir brauchen Wohngebiete. En masse. Ah, Müll, Müll, Müll. Okay, die haben ein Problem mit Müll. Das werden wir jetzt kurz in Angriff nehmen. Eine Müllverbrennungsanlage. Verschmutzung 100. Heiliges bisschen. Lärmbelästigung 50. Ja, da würde ich sagen, wir machen es da, wo sowieso nichts mehr zu retten ist. Das ist nämlich irgendwo hier hinten, wo sowieso die Industrie ist. Die Landwirtschaft, die hier doch für ordentlich Krach und Schmutz sorgt. Wir bauen dich mal hier hin. Der rote Kreis stellt wahrscheinlich dar, wer alles wirklich belästigt wird. Okay. Und wie sieht das jetzt aus? Müllverbrennungsstatus ist hier unten. Also eigentlich hätten wir auf der Deponie noch Platz. Würde ich mal hier rauslesen. Müllproduktion 14.000. Kapazität 55.000. Das reicht eigentlich dicke. Das sollte sich dann hier langsam erledigen. Mit dem Müllproblem. Mal nochmal gucken. Hier haben wir es eigentlich gelb markiert. Okay. Hier oben passt es auch. Aber es fehlen definitiv natürlich jetzt Wohngebiete. Deswegen werden wir jetzt uns hier mal nochmal ein paar Wohngebiete gönnen. Und zwar, mit welcher Straße? Wir machen mal wieder die Bäumchenstraße. Hier runter. Dann hier rauf. Dann haben wir hier schon mal Platz. Oh,
Oh, oh, die dicht besiedelten. Oh, die sind ja auch gekommen. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Ja, dann werden wir mal dicht besiedeln. Wir sind ja sowieso direkt am Fluss. Das ist ein schönes Fleckchen Erde, würde ich sagen. Wasser kriegt er auch noch. Wenn es schon so ein schönes Fleckchen Erde ist. Mal gucken, was sie hier hinbauen. Jetzt wollte ich eben mit der Straße eigentlich noch... Nee, wir nehmen die Bäume. Wir haben das Geld. Hier raus. Und alles hier rauf. Ja, brauchen wir den Strom hier noch? Den können wir nachher wieder reparieren, würde ich sagen. Gehen hier rein. Und hier auch noch rauf. Und hier wieder rein. Okay, dann können wir hier doch wieder. Schön. Da muss jemand Friedhof benötigen. Wir haben doch einen Friedhof. Verstorbene 22, Kapazität 0. Hä? Ah, Krematorium. Moment. Das können wir noch nicht bauen. Okay. Begrabene 383, Kapazität 3000. 12% Friedhofsauslastung. Ja, was möchte das Spiel denn von mir? Dann benutzt den Friedhof, den ihr habt. Deswegen haben wir den gebaut. So, jetzt hier. Sollen wir das auch dicht besiedeln? Ich würde sagen, ja. Das ist alles auch noch am Wasser. Ich möchte auch mal sehen, wie das aussieht. Was da genau an Gebäuden entsteht. Okay. Die da haben kein Wasser. Die da kriegen wir. Die haben doch Wasser. Hallo? Oder haben wir ein generelles Wasserproblem? Oh, heiliges Radieschen. Haben wir wieder keinen Strom mehr? Ah, ich habe den Strom gekappt. Okay, dann... Nein, nicht damit, sondern hier mit denen. Dann stellen wir den wieder her. So. Dann müsste das hier auch wieder klappen. Okay, mal gucken. Wasser. 192, 240. Das passt. Das können wir so lassen. Die haben aber schon alle hier ein arges, arges Müllproblem. Warum das denn? Auslastung 64%. 10.300. Mülldeponie-Speicher. Kapazität 16. Das heißt, wir haben hier noch Platz. 138.000. Oh, ich habe das falsch gelesen. Guck mal, Müllproduktion 137.624. Die Kapazität der Müllverbrennungsanlage ist ein bisschen, ja, ein bisschen mehr als die Hälfte, ein Drittel. Also nochmal so ein Teil. Nochmal, ja, nochmal hier hinten. Spielt das eine Rolle? Dann müssen halt wahrscheinlich die ganzen Müllfahrzeuge hier auch noch durch. Aber ich kann ja beim besten Willen das Teil hier nicht in das Wohngebiet stellen. Also das bringe ich nicht übers Herz. Haben Sie bemerkt, dass Sie jetzt dicht besiedelt? Ja, haben wir. Doch, doch, ist angekommen. Dankeschön. Wir machen dich mal hier hin. Ich werde das mal genauer betrachten. Dann, wie das mit den Müllfahrzeugen ist. So, jetzt haben wir 111.000. 100, also wir bauen nochmal. Machen wir mal hier oben hin. Sieht jetzt aus. 141 zu 167.000. Jetzt haben wir zumindest genug Müllverbrennungsanlagen. Das heißt, ja, jetzt, ich glaube da, ja, ploppt das gerade weg. Doch, das ploppt weg. Was hier noch stehen bleibt, ist, dass sie wieder nicht genügend Arbeiter haben. Ja, ich kann nicht zaubern, was hier die Einwohner angeht. Und wir haben noch neue Gebäude. Ich weiß nicht wo. Ah, doch, hier die Uni. Okay. Berechtigt. Ich muss mal gucken. Berechtigt. Oh, doch schon 550 berechtigt und Kapazität 0. 75.000 kostet so eine Uni. Heiliges Bisschen. Wo machen wir denn die Uni hin? Das sollte ja irgendwie schon so ein bisschen spezielles... Ja, so ein spezielles Örtchen sein irgendwie. Vielleicht nicht gerade beim Autobahnkreuz. Hier unten passt nicht mal hin, da haben wir den Platz nicht, hier passt hin. Sollen wir es hier hinmachen, gleich gegenüber von dem Park? Nee, ach nee, das ist in die Forstwirtschaft rein, das möchte ich auch nicht. Haben wir es hier oben hin. Hat das einen Radius, den das bedient? Die Straßen wahrscheinlich wieder. Die sind eigentlich fast überall grün, hier unten nicht. Wenn wir dich hier hin machen, dann haben wir auf der Seite, wo die Leute wohnen, überall grüne Straßen, dann ist da oben rechts, wo die Industrie ist, sozusagen keine Bildung, keine Universitätsbildung. Wir machen dich mal hier hin. Wow. Okay, das freut die Leute dann anders. Die haben hier aber alle ein Müllproblem. Leute, was ist denn los? 9,8, 16.000. Müllproduktion 119.000. Kapazität, also wir haben eigentlich dafür gesorgt, dass der Müll verbrannt wird.
Ich habe den Verdacht, die Fahrzeuge kommen nicht hier hin. Aber wir haben hier nicht mal Stau. Ich möchte doch die Uni noch schnell angucken. Moment. Ja, guck mal. Hier kann man doch fahren. Dann fahrt. Liebe Müllfahrzeuge. Ich würde sagen, wir... Nein. Wo hatten wir das denn? Hier unten. Das Budget. Wir werden das für die Müllkollegen nochmal erhöhen. Okay, mal gucken, ob es dann bessert. Sonst müssen wir eine andere Lösung finden. Sonst müssen wir wahrscheinlich doch in den sauren Apfel beißen. Hier mal eine Straße rausziehen und dann tatsächlich hier noch eine Müllverbrennungsanlage hier hinten irgendwo platzieren. Das wird fast nicht anders gehen. So, und jetzt wollte ich eben die Uni noch schnell sehen. Die haben hier aber alle ein akutes Müllproblem. Da kann doch was nicht stimmen. Guck mal, das ist ja der ganze Stadtteil hier. Das hat wahrscheinlich schon damit zu tun, dass die Verbrennungsanlagen alle hier hinten sind. Ich würde sagen, wir warten jetzt mal ein Momentchen. Die Müllverbrennungsanlagen sind ja auch neu. Vielleicht dauert es einen Moment, bis das greift. Wir werden sehen. Wenn das jetzt hier natürlich noch in der nächsten halben Folge auch nicht anders aussieht, dann werde ich hier eine Müllverbrennungsanlage hinstellen. Das, ich wollte eigentlich die Uni angucken, aber hier diese ganzen Mülleimer, die machen einem ja Kirre. Guck mal, das ist schon ein sehr schönes Gebäude. Selbst nachts. Kann ich hier noch? Genau, ich wollte mal hier reingucken. Schön, sehr schön. Okay, nicht so schön sind die Mülleimer. Aber diesem Problem widmen wir uns in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zusehen. Mal gucken, wie wir den ganzen Müll hier wegkriegen. Wir werden es rausfinden. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.